Guten Morgen, mein Name ist Elena und ich nehme euch heute mit in einem Tag in meinem Leben als Praktikantin vom Bundestagsabgeordneten Dr. Stefan Kaufmann. Mein Tag hat schon um 5 Uhr morgens begonnen, weil ich mich früh morgens in der Stadt mit meinem Chef getroffen habe, um ihn auf einem Teil seiner Deutschlandtour zu begleiten. Dr. Kaufmann ist der Innovationsbeauftragte für grünen Wasserstoff der Bundesregierung und deswegen geht er momentan auf Deutschlandtour, um mit Leuten, die in diesem Bereich zu arbeiten, zu reden und mehr über Challenges, aber eben auch über Innovationsmöglichkeiten und Förderungen, die diese Leute suchen, erfahren kann, damit er dann bessere Politik in diesem Bereich machen kann. Das Erste, was ich morgens immer mache, ist mich umzuziehen, um mein Bett zu machen, damit ich nicht wieder einschlafe. Und danach ist es auch schon Zeit fürs Frühstück. Ich habe mir ein paar Schokoflakes gemacht und danach war es dann Zeit, mich fertig zu machen. Ich habe mich ein bisschen geschminkt, damit ich etwas wacher aussah, als ich um 5 Uhr morgens aussah. Und hier könnt ihr dann auch das fertige Ergebnis sehen. Ich war an dem Tag etwas verschlafen und daher ist einige Zeit ins Land gegangen und dann war es nämlich auch schon Zeit, meine Tasche zu packen. Daher, dass wir quasi den ganzen Tag unterwegs sein würden, musste ich gucken, dass ich auch wirklich alles dabei habe, was ich brauchen würde. Zum Beispiel mein Laptop, ein Notizbuch, aber auch so Sachen wie zum Beispiel ein Regenschirm für alle Fälle. Und natürlich nie das Wichtigste vergessen, das Essen. Ich habe mir einen Nudelsalat gemacht, den ich einfach mitnehme in einer kleinen Zipptasche, damit auch nichts ausläuft. Und natürlich auch was zu trinken, mein Lieblingsgetränk, Apfel- und Sauerkirsche. Ich mag das voll gerne und trinke das eigentlich immer, deswegen habe ich meistens eine Flasche dabei. Und dann natürlich einmal kontrollieren, ob man da wirklich alles dabei hat. Und dann nicht das Wichtigste vergessen, die Alltagsmaske. In Stuttgart herrscht momentan eine Maskenpflicht im öffentlichen Transport. Also Maske auf und dann kann es auch schon losgehen. Gegen 7 Uhr war ich dann in der Bahn. Ich lese mein Buch in der Bahn, damit die Zeit etwas schneller vergeht. Und ja, ungefähr 20 Minuten später war ich dann auch schon in der Stuttgarter Innenstadt. Und hier könnt ihr das neue Schloss sehen, was an dem Tag wirklich schön aussah. Und dann habe ich auch mich schon mit meinem Chef getroffen und auf ging es nach Riedlingen, was unser erster Stopp war. In Riedlingen waren wir bei der Firma Feinguss Blank und dort konnten wir ein bisschen ihren Arbeitsprozess kennenlernen und wir durften auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Aber das Wichtigste ist natürlich die Gespräche, die die Firmenvertreter mit den Bundestagsabgeordneten geführt haben, der mehr erfahren könnte über die Challenges, die momentan für diese Firma entstanden sind. Aber die Firmenvertreter konnten natürlich auch Fragen stellen, zum Beispiel, ob der Bundestagsabgeordnete sie in Richtung weisen könnte zum Thema Innovation im Wasserstoffbereich und ob es da eine Rolle gibt, die sie spielen könnten und so weiter. Und dann ging es auch schon weiter, es ist alles ziemlich durchgetaktet gewesen an dem Tag. Auf dem Weg habe ich noch ein paar Fotos bearbeitet, damit der Abgeordnete auch seinen Wählern zeigen kann, was er macht. Und dann waren wir auch schon im Wahlkreis von Ronja Kemmer und dort durften wir Erfindungen mit einer noch wenig erforschten Form des Wasserstoffs kennenlernen. Wir konnten dort sogar eine Flamme sehen, die unter Wasser brennt, was ziemlich cool war. Aber wie immer, das Wichtigste sind eigentlich die Gespräche, die mit dem Bundestagsabgeordneten geführt werden und auch die Anregungen, die ihr daraus mitnimmt. Und danach ging es auch schon weiter, denn es gab viele Stopps an dem Tag. Ich bin dann erstmal über meine Notizen gegangen, die ich bis jetzt gemacht hatte, damit ich auch noch was ergänzen kann, falls ich was vergessen hatte und damit ich eben weiß, was genau passiert ist an dem Tag. Und danach habe ich auch noch Zeit gefunden, um mein Mittagessen zu essen, denn das ist ganz wichtig. Und ja, sagen wir einfach, der Tag war ziemlich lang. Und 20.30 Uhr waren wir dann auf dem Rückweg und wir hatten einige Stopps hinter uns. Von morgens in Riedlingen bei der Firma Feinguss Blank, wo wir den Feinguss etwas besser kennenlernen durften, über ein Treffen mit Vertretern der Industrie im Bereich Wasserstoff, zu einem Treffen mit Ronja Kemmer und Forschern, zu den Entwicklern, die mit einer noch wenig erforschten Form von Wasserstoff arbeiten. Und dann war ich auch wieder zu Hause. Es war ein ziemlich langer Tag. Als ich zu Hause ankam, war es ungefähr so 9:30, 9:40 und dann war es Zeit, um mir erstmal einen Tee zu machen, damit ich etwas runterkommen kann und eben noch ein bisschen von meinem Abend habe. Ich habe mich dann einfach mit meinem Tee und einer Suppe, die ich zum Abendessen gegessen habe, an meinen Schreibtisch gesetzt und natürlich durfte da auch meine Lieblingsserie nicht fehlen. Ich schaue die ganz gerne am Abend. Die Serie hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht. Sie heißt NCIS und ich gucke sie einfach sehr, sehr gerne. Und als ich dann fertig war mit meinem Abendessen, war es dann auch Zeit, um mich abzuschminken, denn ich hatte dieses Make-up schon viel zu lange getragen. Und ja, dann gab es eigentlich nur noch eine Sache, die ich an dem Tag tun musste. Und das war einmal über meine privaten E-Mails zu gehen. Ich kriege des Öfteren E-Mails von Abonnenten von meinem YouTube-Kanal. Und natürlich möchte ich denen auch zurückschreiben. Deswegen bin ich einfach mal über ein paar E-Mails drüber gegangen, habe ich nochmal so 10, 15 Minuten hingesetzt und ein paar E-Mails geschrieben. Und danach war es dann auch Zeit fürs Bett. Ich habe einfach meine Kopfhörer aufgesetzt, weil ich abends immer Sleep Stories höre von der Calm-App. Nein, das ist nicht gesponsert. Ich mag die App einfach sehr, sehr gerne. Dort kann man sich jeden Abend eine Sleep Story aussuchen. Und das ist dann quasi einfach eine gute Nachtgeschichte. Und ja, die sind meistens so 30 Minuten lang und ich schlafe da eigentlich immer ziemlich gut mit ein, weil die wirklich einfach gut sind und sonst liege ich eben einfach ein paar Stunden wach, bevor ich einschlafe, was irgendwie ein bisschen doof ist. Und ja, ich habe mir einfach eine Story ausgesucht und mich dann ins Bett gelegt und das war auch schon das Ende meines Tages. Danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Tschüss!